Ja, hallo zusammen. Einige von euch hatten ja gefragt, wie ich den Winter-Tarnbezug für den deutschen Stahlhelm selber gemacht habe. Also zuerst mal, wie ihr sehen könnt, die Maße von dem Bezug sind nicht so ganz gut gelungen. Man sieht hier, dass hier viele Falten sind. Tut der Tarnwirkung allerdings keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil, durch die Falten werden die Konturen besser verwischt. Also von dem Standpunkt aus her gesehen ist das sogar vom Vorteil. Nur halt optisch sieht es halt nicht ganz so gut aus. Wie ich das genau gemacht habe, möchte ich euch gerne jetzt zeigen. Dazu nehme ich den Bezug aber einmal kurz runter. Also von der Unterseite kurz zum Zeigen, sieht das Ganze so aus. Hier ist ein Saum mit einer Korde durch. Nicht über die Geräusche wundern, mein Licht macht immer ein bisschen Krach. Kurz zum Aufbau, man sieht ja hier den Schirm vom Helm. Also wir haben einen größeren Seitenteil hinten, kleineres Seitenteil vorne. Das Ganze genauso auf der anderen Seite, größeres Seitenteil hinten, kleineres Seitenteil vorne. Und oben haben wir ebenfalls nochmal so einen Mittelsteg, um einfach das Volumen ein bisschen mehr auszufüllen. Wie das Ganze von unten aussieht, zeige ich auch gerne mal. Also wie gesagt, es ist mit einer Kordel einfach festgezogen. Ich hoffe, man sieht es jetzt auf der Kamera. Ich habe leider kein vernünftiges Stativ. Das ist ein M35 Repro-Helm. So, ich ziehe das Ganze jetzt einfach mal auf links, damit ihr die Nähte seht. Das Ganze ist mit einer Pfaff 31 Haushaltsnähmaschine aus den 20er, 30er Jahren genäht. Damals, als ich den Bezug gemacht habe, lief die noch nicht ganz sauber, deshalb sieht man hier auch die etwas unschönen Nähte. Zur Haltbarkeit tut das allerdings keinen Abbruch, also das Ding ist sehr stabil und große Belastungen kommen da ja sowieso nicht drauf. Der Stoff ist ein normales weißes Leinentuch, das sind Stoffreste von schwedischen Armeehemden aus den 40er, 30er Jahren. Man sieht hier noch die schwedische Versorgungsnummer. Hier sieht man auch noch die Jahreszahl 42, also es stammt aus den 40er Jahren der Stoff. Ja, so ist das Ganze dann aufgebaut, einfach eine Kordel durchgezogen mit einem Saum. Die Maße habe ich vorher grob vom Helm abgenommen. Also ich habe mir praktisch das aufgeteilt in einen, hoffe man sieht es so besser, in einen Mittelteil. Habe mir das vorsichtig mit Bleistift einfach grob aufgemalt. Mir die Maße dann abgenommen. Also man kann ungefähr sagen, hier den Mittelteil einmal genommen und dann hier geviertelt, vorne und hinten. Das Ganze natürlich auf der anderen Seite. Nahtzugaben nicht vergessen, den Saum nicht vergessen, damit man es nachher auch zumachen kann. Ja, und das war es eigentlich schon. Früher hat man sich das im Felde auch mehr oder weniger selber gemacht, aus alten Bettlaken einfach was zusammengeschnitten. Teilweise einfach nur das Bettlaken drüber gestülpt mit einem Gummiband drumrum. Also nicht mal so einen genähten Helmbezug, sondern einfach nur so einen Lappen drüber, Gummiband drum oder irgendeinen anderen Bindfaden drum, einfach damit es hält. Damit die graue Farbe so ein bisschen im Schnee verschwindet. Ja, das war's. Man kann natürlich auch noch Schlaufen mit anbringen, um zum Beispiel Zweige noch mit dran zu tun. Macht allerdings bei einer Wintertarnung nicht ganz so viel Sinn. Zumindest sollte man sparsam sein, wenn man da Zweige ran macht. Also wirklich nur vereinzelt. Ja, das war es eigentlich schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Tut mir leid, dass ich es nicht auf Englisch gemacht habe. Mein Englisch ist leider nicht mehr ganz so gut. Ich werde aber versuchen, eine kleine englische Übersetzung drunter zu setzen. Danke fürs Zuschauen. Schaut wieder auf meiner Seite vorbei. Ihr findet regelmäßig Beiträge über originale Sachen, über Reproduktionen oder auch Sachen, die ich selber gemacht habe. Ja, vielen Dank an meinen mittlerweile fast 600 Abonnenten. Bleibt mir treu. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir Nachrichten. Ich bin immer für interessierte Leute zu sprechen. Also keine Kontaktscheu, einfach anschreiben. Vielen Dank.